Schrecklicher Einsatz an Spaniens Atlantikküste. Innerhalb der Hafenanlagen jagen Polizisten mehrere Boote von Drogenschmugglern. Das berichten spanische Medien. Dabei beziehen sie sich auf diese Videos. Tragisch, den Berichten nach rammt eines der Schmugglerboote das Polizeiboot. Dabei kommen zwei Beamte ums Leben, zwei weitere werden zum Teil schwer verletzt. Erschreckend die Stimmen im Hintergrund eines der Videos. Hier feuern offenbar Passanten im Hafen die Kriminellen an. Das berichtet die Zeitung El Mundo. Seit Jahren sprechen Polizisten die problematische Situation im Süden Spaniens an. Es fehle an Beamten und entsprechender Ausrüstung, um den Drogenhandel in der Region wirkungsvoll zu bekämpfen. Strategisch wird dieser durch die Nähe zu Afrika begünstigt. Nach dem traurigen Vorfall berichten spanische Medien von Aufrufen zu Protestkundgebungen, die zum Teil bereits am Folgetag stattfinden sollten. Unterdessen konnte die spanische Polizei drei Verdächtige festnehmen. Y yo me la hunde, y yo me la hunde.